What's up, Freaks? Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Sofa zum Spiel TF2. Wir sind heute Engineer auf CTF Turbine. Ihr wisst ja, wie Turbine immer abläuft. Entweder ist es schnell gewonnen oder es ist nicht schnell gewonnen und es wird zu einem Zerg. Wobei irgendein Team immer am Verlieren ist. Das heißt, mal gucken, was wir jetzt regeln können. Ich auf jeden Fall hier mit meiner Mini-Sentry, Schrobflinte ganz normal, Lugamorph und ja, zum Mini-Sentry hinstellen. Das, wie hieß das Ding nochmal? Jetzt ganz zum ersten Mal. Genau, Sentry-Werfer. Gott, wie konnte ich den Namen bitte vergessen? Jesus Christ. Na, auf jeden Fall, ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier keine Gegner kommen. Gehen wir mal gucken, was überhaupt hier los ist. Heute möchte ich mit euch über eine Sentry, über eine Waffe sprechen, die fast im Game hinzugefügt worden wäre. Danke. Aber dann leider doch nicht wurde. So traurig es ja auch irgendwie anhört. Nope. Und Spy. Genau du Bastard. Okay, das läuft schon mal ganz positiv, würde ich hier sagen. Ich richte hart Vernichtung an, gefühlt. Auch wenn das jetzt gerade kaputt gegangen ist, aber das finde ich nicht nett. Da machen wir gleich eine Abhilfe. So, auf jeden Fall, es war eines Nachts vor ein paar Tagen. Und ich fand das ja toll, ich habe das nämlich... Es ist einer der wenigen Male, wo ich sowas live miterlebt habe. In dieser Nacht wurde auf einmal eine Scattergun im Workshop als okay hinzugefügt. Also das heißt, als hier ist jetzt im Spiel drinne und ja... Kommt bald raus. Natürlich sind alle durchgedreht. Facepunch ist ja so das Forum, wo solche Sachen diskutiert werden. Und natürlich sind gleich alle durchgedreht. Das rangiert davon, oh mein Gott, neue Waffe, bis, nee, das ist alles nur ein Bug. Und warum Leute gesagt haben, das ist alles nur ein Bug, hatte einen besonderen Grund. Und diesen Grund, das finde ich eigentlich nicht so schön. Was nämlich genau passiert ist, war, diese Waffe, die hinzugefügt wurde, wartet mal kurz, ich tapp mal schnell raus, ich habe nämlich den Namen gerade nicht. Genau, also ich werde sie vermutlich auch hier gleich einmal einblenden oder so. Ich hoffe zumindest, dass ich dran denke. Waffe hieß der Silencer. Ist eine neue Scattergun für... Glaubt ihr nicht? No, hab ich doch gesagt. Und ist der Trigger. Also, das ist, hieß der Silencer und, joa, hatte ein sehr nettes Aussehen, ein sehr nettes Design auf jeden Fall. Und alle haben sich gefreut. Endlich eine neue geile Waffe. Endlich macht Valve mal was hier. Nope, 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 nope. Okay, okay, okay. Ich lebe noch so halb. Auch wenn meine Sentry kaputt gegangen ist. Nee. Ich meine, aber die Problematik, die dabei war, warum Leute auch gedacht haben, es handelt sich um einen Bug, ist folgendes. Diese Waffe wurde hinzugefügt und da stand ausstehend. Sniper. Nein. Ausstehend und in Klammern irgendwas mit Bottle, also das heißt Flasche. Man hat erst gedacht, ja, okay, Bug. Manche haben aber auch gesagt, nein, es ist einfach nur, weil es nicht in der Database drin steht. Und das ist einfach nur das, was dann quasi der Standardwert drin ist. Und deswegen wird es nur als Bottle angezeigt dort. Der Aufschrei war groß. Vor allem, weil in derselben Nacht noch ein Update kam, was noch ein paar Sachen gefixt hatte halt. Was dann halt auch diesen neuen Soldier-Code hinzugefügt hat, der eigentlich auch im Video von End of the Line zu sehen war und jetzt auch endlich im Spiel drin ist. Was ja auch einen richtigen Community-Aufschrei gab, weil jeder das Ding haben wollte und es kam einfach nicht, verdammte Scheiße. Oh, boom, baby. Airshot, bitches, MLG, wow. So. Kann er nicht mal von dem dummen Sniper da hinten getroffen werden? Genau, wo war ich jetzt gerade? Ja, leider hat es sich dann, es ist so oder so auch noch zusätzlich Seltsam gewesen, denn Eric, der normalerweise auf die Steam-E-Mails antwortet, zumindest sehr häufig, ich weiß nicht, ob er das immer macht, aber auf jeden Fall in dieser Nacht hat er sehr, sehr häufig geantwortet auf eine Menge Sachen. Er hat auch direkt auf solche Leute geantwortet, die irgendwas, gerade ein neues Update für eine Waffe Item hochgeladen haben. Es gab ja, in dem Update wurden ja zwei Jigglebones bei Waffen gefixt. Einmal bei diesem, bei dem Halloween-Item mit diesem Geisterschiff, wo die was gefixt hat, und einmal mit dem Hammer, glaube ich. Und das mit diesem Geisterschiff war auch sehr seltsam. Das hat er am selben Tag gepostet, vor 2 Stunden, und hat quasi instant eine E-Mail-Antwort bekommen dafür, dass es im Spiel hinzugefügt wird. Was sehr selten ist. Mehr oder weniger schon non-existent, dass sowas passiert in TF2 bei Valve und so weiter und so fort. Leider hat Eric sehr schnell uns Wind aus den Segeln genommen. Das war knapp, ich weiß. Das hat er nämlich gleich gesagt, nee, es handelt sich um einen Bug, die Waffe kommt nicht. Und das ist einfach nur, es hat sich angefühlt wie ein Schlag ins Gesicht. Ich meine, wir alle wissen doch wie, oh no!
Wir alle wissen doch, wie sehr wir die Waffen unbedingt haben wollen. Und dann ist genau das passiert. Es wurde eine Waffe zurückgeführt im Workshop, wo gesagt, ja, hier, tolle Waffe, alles neu. Und der arme Scout da vorne. Und dann auf einmal wird gesagt, nee, es handelt sich um einen Bug, die Waffe kommt gar nicht. Gerade jetzt auch im Aufschrei, weil in End of the Line keine Waffen kamen. Es kam für Valve zum ungünstigsten Zeitpunkt, wie ich schon beinahe sagen würde. Es ist bitter. Es ist für die Community bitter, es ist für Valve selbst vermutlich auch richtig bitter. Ich finde es einfach nur zum Heulen. Ich hätte so gern so diese Waffe gehabt. Vor allem, die sieht richtig geil aus. Jetzt kann man vielleicht hoffen, dass die Waffe doch noch irgendwann dazu kommt. Okay, cool. Weil, ich meine, jetzt haben wir alle schon Valve gesagt, hey, wir wollen das alles jetzt haben und so weiter und so fort. Vielleicht sagt Valve jetzt, okay, die Signer-Zeile kommt jetzt beim Christmas-Update. Aber naja, ich bin vielleicht etwas zu positiv, wenn ich sagen darf. Gut. Okay. Wir sind noch in Sicherheit. Eben kurz umgucken. Ich habe gerade meine Nase gekrotzt. Nein! Der hätte der Meatshot gesessen. Das wäre toll gewesen. Dann wäre, glaube ich, nämlich gestorben. Ah. Passt schon. Immerhin ist noch ein anderer gestorben. Ja, aber im Großen und Ganzen traurige Sache. Es hätte sein sollen. Es ist nicht passiert. Und irgendwann, Leute. Irgendwann bekommen wir vielleicht noch Waffen. Aber vermutlich nicht mehr nächstes Jahr. Und vielleicht auch nicht unbedingt nächstes Jahr. Ich möchte es aber trotzdem hoffen, dass noch eine kommt. Oh no. Bastard 2. Nope. Auch noch als mich verkleiden. Eigentlich könnte ich sie kaputt machen. Ich meine, das Ding steht nicht mehr lange. Dann mache ich das mal eben, ne? Zuck, zuck, zuck. Und schnell wieder eine neue. Habe ich den zwei wirklich getötet jetzt gerade? Das hat sich angefühlt wie ein Deathringer Spy. Deathringer, nicht Deathringer. Ja, yeah, habt ihr meinen Deathringer? Michael. Mein Ding. Nope. 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 Lol. Okay, machen wir das eben schnell zurückbringen. Kein Spy. Okay, cool. So, auf der sicheren Seite. Ich werde sogar noch geheilt. Dankeschön. Oh ja. Nope. Und mein Melee-Hit hat auch gesessen. Ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Jetzt gerade. Ja, ich würde sagen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, kommentieren und liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Waffe hält und wie blöd ihr das auch findet mit den Waffen und so weiter und so fort. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.